Rezepte aus dem Freilichtmuseum Hessenpark. Ein Video von Michaele Schermberg. Mit der historischen Hausfrau Iris von Stefanitz. Heute sind wir wieder einmal im Haus aus Eisenbrot. Dieses Haus wurde 1802 von Johannes und Elisabeth Thielmann gebaut. Den Ur-Ur-Urgroßeltern der letzten Besitzerin Frieda Sommer. Wir werden heute ein einfaches Gericht zubereiten, und zwar Zwiebelkartoffeln. Die Kartoffeln vom vergangenen Jahr müssen unbedingt aus der Kartoffelhorde unten im Kartoffelkeller heraus. Und genauso auch unsere Zwiebeln, die langsam anfangen zu sprießen. So können wir auf einfache Art und Weise ein Frühlingsgericht zaubern und uns dann auf die frischen neuen Zutaten aus dem Garten freuen. An Zutaten haben wir Folgendes. Kartoffeln, Zwiebeln, dann haben wir noch Wasser, Butterflöckchen, Salz und Pfeffer und ein wenig Apfelessig. Und nun die Zubereitung. Zunächst einmal schälen wir unsere alten Kartoffeln. Nun schneiden wir sie in Scheiben. Jetzt geht's an die Zwiebeln. Die pellen wir erstmal und schneiden diese auch in Scheiben. Und jetzt geht's an den Bräter. Wir geben dort hinein erst einmal eine Lage unserer geschnittenen Kartoffeln. Obendrauf eine Schicht der in Scheiben geschnittenen Zwiebeln und nun ordentlich salzen und pfeffern und die Butterflöckchen darauf verteilen. Nun machen wir das Gleiche nochmal von vorne. Wieder eine Lage Kartoffeln, wieder eine Lage Zwiebeln. Nun Salz und Pfeffer, Butterflöckchen und so fort, bis im Grunde unser Bräter bis zu drei Viertel gefüllt ist. Die letzte Schicht sollte immer Kartoffeln sein. Nun gießen wir das Wasser so über die Kartoffeln, dass gerade mal ein Fingerbreit Wasser darüber steht. Und nun kommt für den Geschmack ein Schuss Apfelessig noch hinzu. Und jetzt ab auf den Herd damit. Die Zwiebelkartoffeln auf dem Herd eine Dreiviertelstunde knapp köcheln lassen, und zwar ohne Deckel. Dann wird die Soße nämlich schön sämig und schmeckt besonders gut. In der Zwischenzeit werde ich hier aus dem Gärtchen am Haus aus Eisenrot noch ein paar frische Wildkräuter pflücken. Das war für die Leute damals was ganz Besonderes. Endlich nach der entbehrungsreichen Zeit im Winter, wo man viel Eingewecktes gegessen hat, endlich mal was Frisches, Grünes auf dem Tisch zu haben. So, der Wildkräutersalat ist nun fertig gewaschen. Und da braucht es dann als Vinaigrette nur ganz wenig. Einfach nur ein bisschen Essig und Öl, Salz und Pfeffer. Unser Wildkräutersalat ist nun fertig und wir können ihn direkt zu den Zwiebelkartoffeln auf dem Teller anrichten. Zusammen schmeckt es einfach am besten. Die Zutaten für die Zwiebelkartoffeln. 1,5 Kilogramm Kartoffeln, 500 Gramm Zwiebeln, Wasser, Apfelessig, 100 Gramm Butterflöckchen, Salz und Pfeffer. Ich wünsche Ihnen in jedem Fall einen guten Appetit mit unseren Zwiebelkartoffeln und dem Wildkräutersalat. Ein einfaches Gericht, aber es schmeckt unglaublich gut und ist zudem noch gesund. Guten Appetit mit Rezepten aus dem Freilichtmuseum Hessenpark und der historischen Hausfrau Iris von Stefanitz.